Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity weiterhin mit Spawny. Hallo. So, und wir gehen jetzt mal rüber in die andere, in unsere Pleitestadt. Und hoffen, dass da das Geld angekommen ist. So, dass wir da ein bisschen Kohle mit wirtschaften können und dass das da weiterläuft. Nun, die Zeit läuft natürlich jetzt gar nicht. Und wir sollen jetzt irgendwie 6.000... Ja, wir haben die ganzen Steuern ja komplett erhöht schon. Müssen wahrscheinlich hier geschlossen vom Bürgermeister. Ja, wir haben ja hier schon alles geschlossen. Geschlossen vom Bürgermeister. Ja, das Problem ist, dass die Zeit da nicht läuft, Andi. Und ich glaube, dann wird das Geld nie ankommen. Doch, jetzt läuft die Zeit weiter. Jetzt ist es wieder stehen geblieben. Ja, die kostet zum Beispiel 3,5. Davon können wir eine ausmachen. Irgendwo haben wir noch so ein Ding. Vom Bürgermeister geschlossen, ja. 2.900 fehlen uns noch. Das haben wir schon geschlossen. Wir haben ja hier letztes Mal schon übelst rumhantiert, um die Scheiße wieder zum Laufen zu kriegen. Auch vom Bürgermeister geschlossen. Jetzt fehlen noch 1.000. Ja, es sind 160 Leute, das bringt uns nichts. Ja, das Ding macht sogar Plus. Jetzt muss ich erstmal was ganz Wichtiges ausprobieren. Oh, jetzt fehlen uns 134 die Stunde. Jetzt müssen wir doch das Bürgermeisterhaus schießen. So. Ja, jetzt haben wir es geschafft. 26 plus. Jetzt lassen wir die Zeit hier mal schnell laufen. Um, dass wir endlich das Kapital von der anderen Stadt bekommen. Da kommt er nämlich schon. Das Fahrzeug. Und dann könnte das gleich auch anfangen wieder zu laufen. Jetzt machen wir sogar 5.000 plus, wisst ihr? Ja, ist schon klar. Da sage ich jetzt gar nicht zu. So, können wir hier wahrscheinlich schon mal gleich das Klinikum wenigstens wieder aktivieren. Ja, dann haben wir hier wenigstens schon mal Klinikum und eine Feuerwehr. Ja, 760.000, da ist das Geld da. Sehr schön. Zeit auf langsam stellen. Oder pausieren am besten, genau. Also wenn gleich der Strom mal weg ist für eine kurze Zeit, Anni, der kommt dann auf jeden Fall schnell wieder. So, da bin ich wieder. Ja, da hat SimCity mal wieder probiert, meinen Rechner abzutasten. Gibt's nicht. So, wir reißen das kurz ab. Und hauen das Teil daran. Ich hoffe, Kontrollnet haben wir genug, weil sonst haben wir nämlich gleich ein ganz mega großes Problem. Ja, haben wir. So, dann lassen wir die Zeit wieder laufen. Oh, was ist das? So. Komm, schmeiß das Teil an. Klack, 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 läuft. 4.712 Megawatt. Sollte wohl ausreichen, Andi, oder? Könnte ausreichen, ne? Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. So, ich gehe wieder rüber in meine Stadt. Also wenn das nicht reicht, keine Ahnung. Damit sollten wir auskommen. Mit unserer kleinen Städte hier. Ich glaube, das Höchste, was ich geschafft habe, waren 1.000 Megawatt durchzuhauen. Mehr habe ich nie geschafft. So. Da lassen wir die Stadt jetzt weiterlaufen. Was machen wir? Wir waren dabei, haben diese Station alle miteinander verbunden. Hier sind welche schlecht drauf. Warum? Hiesige Grundstückpreise sind unter aller Kanone. Okay, also die Grundstückspreise in der Gegend von dem Megaturm sind unter aller Kanone. Also absolute Scheiße auf Deutsch gesagt.
Ja, dann wollen wir doch hier mal ein paar Parks den gönnen, den Leuten. Ja? So. Und so. Und das war hier kein Hinbekommen, das verstehe ich auch nicht so ganz. So. Das Niveau sollten wir jetzt eigentlich erhöht haben. Da müssen wir jetzt einen Augenblick warten. Ja, es hat uns geärgert, dass die Grundstückspreise zu niedrig hatten. Ja, sehr schön. Weil bei dem Megaturm musst du ja auch darauf achten, dass der Megaturm in diesem Bereich steht, der wirklich ausreichend ja, diese Mittel hoch hat, ne? Ja. Das ist auch der absolute Wahnsinn, finde ich. Was interessiert mich, wenn ich in so einem Megaturm wohne, wie es ringsherum aussieht? Ja, die kramen Drohnen, Mann. Die gehen doch eh nicht mehr selber einkaufen. Ja, die sehen doch eh nichts. Und die meisten Leute arbeiten ja noch in dem Turm. Genau. Also, was interessiert euch, wie es draußen aussieht? Parkpenner. Eine reine Wohn-Lebensgemeinschaft. Ja. Wir sollten zeigen, wie stolz wir auf unsere Stadt sind. Bauen sie Parks. Oh, hab ich das nicht gerade? Bauen sie Parks. Na gut, komm. Gibt's da noch einen? So, haben wir auch erledigt. Was möchtest du? Oblade. Die Omega Co. verzichtet massive Zuwächse. Wir brauchen einen besseren Überblick über das Unternehmen. Mit einer Omega Co-Zentrale sind wir alle auf dem Laufenden, das, was die Firma angeht. Außerdem können wir uns zu einem systematischen Netzwerk zusammenschließen. Dann können wir Probleme lösen, von denen bisher noch keiner wusste, dass sie überhaupt gibt. Ja, aber was bringt mir jetzt diese Omega Co-Zentrale? Ich habe das jetzt mal angenommen. Bringt mir doch eigentlich nur Updates. Oder bringt sie mir allgemein so auch was? Was war das noch? Omega Co-Zentrale. Oh, jetzt habe ich gerade die Kippe weggeworfen, ich Blödmann. Häufen sich noch größeres Vermögen an. Die Abteilung der Omega Co-Zentralen ermöglichen es ihnen, mit Hilfe von Drohnen Häuser zu Franchise-Nehmern umzuwandeln. Außerdem können sie durch diese Abteilung Ressourcen direkt von der Omega Co-Fabrik abbauen oder per VTOL in die Stadt transportieren. Genau, was ja totaler Blödsinn ist, weil wir das ja schon alles geupdatet haben. Omega Co-Marktanteile vergrößern und die fortgeschrittenen Versand und Abbau durch Drohnen erhöhen. Ja, aber das bringt uns ja nichts. Weil diese ganzen Updates, die es da ja schon gibt, die haben wir ja schon. Ja, dann hat das schon jemand anders gebaut, dann macht das keinen Sinn. Genau, aber weil er das ja sagt, damit könnten Probleme verbessert werden, bla bla bla, aber das ist ja eigentlich Bullshit, die Aufgabe. Ja. Also unsere Einwohner werden immer weniger. 224.000, ich mache aber 32.000 die Stunde plus. Leck mich am Arsch, Alter. Geht gut ab. Ja, die Stunde, ne? Das ist schon heftig. Ohne das, was ich an Prozessoren verkaufe. Hast du denn jetzt Omega Co schon gebaut? Nein. Nein. Mach nicht. Ich warte da mal noch ein bisschen ab. Ja. Ich will erstmal hier alles stabil kriegen. Ich will die Häuser erstmal alle auf Mittelstand bauen. Und mittlere Dichte. Dann so langsam in die Omega-Fabrik gehen. Ja. Ja, weil ich glaube, wenn ich das jetzt ausmachen würde bei 57.000, ich mache ja nur 34.000 plus, würde das jetzt ausmachen, wäre ich ja im Minus. Grob gesagt. Ja. Also das wäre schon übel. Und jetzt erstmal die restlichen Straßen erhöhen. Auf mittlere Dichte. Ja. Alle Gebäude die nächste Gebäudestufe erreichen. So, Leute. Ich glaube, wir haben 1,1 Millionen. Haben wir jetzt schon wieder. Ey, man muss gerade überlegen, was ich schon wieder ausgegeben habe vorhin. Ja.
Ja, wir haben 700.000 in die Stadt geschickt, 500.000 zu Andi geschickt. Und was wir an Geld verdienen, das ist echt Wahnsinn. Was haben die für Probleme? Probleme mit dem Apartment-Etage. Was ist los? Wir brauchen demnächst mehr Läden, sonst gehen wir. Willst du mich verarschen, oder was? Warte mal. Was habe ich hier reingebaut? Apartment, Marktetage. Da hast du die Marktetage, du Trottel. Ja? Und hier nebenan... Und hier nebenan hast du die Marktetage für die untere Schicht, ja? Ihr habt hier oben so eine Schwebebahnstation, so eine Skybridge-Station. Fahr da rüber und geh da einkaufen, du Vollpfosten. Echt? Deine... Vielleicht sitzt er ja im Rollstuhl und du hast nur Treppen gebaut. Dafür hat er doch Drohnen! Wer geht denn noch einkaufen von den Idioten? Immer wieder. Ja, so ein Leben möchte ich auch mal gerne haben. Meine Zufriedenheit sackt auf jeden Fall. Na, er steigt. Das Gewerbegebiet der oberen Einkommensschicht kommt auch wieder klar. Sehr schön. Ja, wir brauchen auf jeden Fall obere Schicht, Leute. Das steht fest. Wir müssen aber jetzt erst nochmal gucken, wie es mit... Okay, 224 Leute fahren zu Andi. Also ich haue deine Jobs voll. Ja? Ja. Sei froh, bring Geld. Dafür ist meine mittlere Schicht, habe ich keine Arbeitslosen und keine offenen Stellen. Na, guck. Weil wir uns ausgleichen. Boah, ich habe 6.600 offene Stellen im unteren Bereich. Toll. Scheiße, im oberen Bereich 2.000. Wie soll ich das denn jetzt ausgleichen? Wie es bei mir aussieht, ich habe 1.200 Arbeitslose im unteren Bereich. 300 verfügbare Jobs. Ich habe 6.000 offene Stellen, dann sollen die Leute auch hier rüberkommen. Ja. Ja, dafür gibt es die Eisenbahnverbindung. Wie fahren denn damit? Bei mir 3.490 pro Tag. 4.380 pro Tag. Ja, also läuft doch gut. Ja. Sollen die Schnauze halten. Wollen alle zum Zug, also wie viele Autos da parken müssten eigentlich, wie viel da reinfahren. Ja. Ja, hier haben wir echt ein Problem, Leute. Also das hier ist wirklich so eine Problemecke hier. Wenn wir die natürlich jetzt wegnehmen, dann haben wir die Problemecke hier. Also ich habe absolut noch keine Ahnung, wie wir das hin... Das ist kein Tram, das ist ein Drama. Ich muss dem Bürgermeister wohl mal sagen, wie voll die Züge sind. Sind die so voll oder was? Straßenbahn. 42 Minuten Wartezeit. 55.000 Passagiere. Naja, hört auf euch anzustellen, die alten Warmduscher. Ja, wir haben schon einen leichten... Oh, wir haben extrem Stau rein in die Stadt. Die Schule möchte was von mir. Was willst du denn? Ja, es liegt eindeutig daran, Leute, weil wir hier zwei Verbindungen haben. Wir werden diese Verbindung kappen. Fügen Sie der Grundschule ein Klassenzimmer zu. Geht nicht. Ist schon ausgebaut. Und jetzt? Auftrag abbrechen. So einfach. Genau. So, mal gucken, ob wir das dann so besser hinkriegen. Die Schule bei mir habe ich. Können noch ein Gebäude anbauen hier. Könnten natürlich auch diese Verbindungsweg nehmen, ne? Mal gucken, ob das besser ist, Leute. Das könnten wir ausprobieren. Nämlich so. Nein, das geht natürlich mal wieder nicht. Müssen wir hier mal noch ein Stück abreißen. Groß, werdet groß, werdet mehr. Probieren wir es so. Dann nutzen wir diese leere Straße, um da mehr rauszuholen. Oh, Abwasser wird so langsam ein Problem bei mir. Müssen wir bald ein zweites bauen. Okay, das sollte eigentlich ganz okay sein. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall zusehen, Leute, dass wir untere Schicht oder Reichtum bauen. 6.000 offene Stellen, alter Schwede. Offene Stellen. Wieso haben wir auf einmal so viele offene Stellen? Weil wir den kompletten unteren Bereich
auf mittleren Bereich geupdatet haben, Leute. Guckt euch das hier an, das ist alles mittel geworden. Ja, das ist natürlich überhaupt gar nicht nach meinem Geschmack. Dafür pendeln meine Leute alle zu dir. Ja, das Problem ist jetzt wirklich, dass ich 6000 offene Stellen habe. Ja. Weil ich alles auf mittleren Bereich geupdatet habe. Nicht gut. Nee. Jetzt müsste ich überlegen, Leute, wie ich das umbaue. Aber ich will eigentlich gar keine untere Schicht mehr bauen, aber anscheinend müssen wir es. Wird uns wohl keine andere Möglichkeit bleiben. Dann müssten wir diese Straße hier abreißen. Ja. Ne, da haben wir die... Ja gut, die Grundschule ist scheißegal, die können wir eher abreißen. Tschüss. Die... spielt absolut keine Rolle. Na, so. Na, die Brücke können wir abreißen. So. Können wir beigehen und können hier etwas verlängern. Nicht anschließen, sondern eine Sackgasse bauen. So. Und dann können wir hier den nächsten Megaturm bauen. Megaturm. Ich bin der Kohlekönig. Jawohl. Haben wir. Das haben wir komplett. Ausgebaut. Und dann könnten wir eigentlich Glück haben, dass wir wirklich da klarkommen. Wir machen 53.000 mit dem Teil. Also Tourismus verlohnt sich gerade richtig derbe bei mir. Da hätte ich ja mal gar nicht mit gerechnet. Aber krank sind meine ganzen Leute. Das gefällt mir gar nicht. Ich sag nicht, ich müsste noch ein zweites Krankenhaus bauen. Das wäre natürlich echt übel. Das habe ich noch nie gehabt. Zwei große. Oh. Ja, das hier ist komplett... Das war das Kleine, ist komplett ausgeschöpft, Andi. Komplett. Das Kleine ist komplett ausgeschöpft. Und wo haben wir das Große? Hier oben. Alter, ich habe 61 Patienten in dem Großen drin. Und in dem Kleinen 86. Alter. Wie krank ist das denn, bitteschön? Na, jetzt haben wir das Ding nochmal weiter ausgebaut. Ja. Mehr können wir dagegen eh nicht machen. Omega läuft auf jeden Fall immer noch schön fleißig. 1,8 Millionen haben wir schon wieder. Leck mich am Arsch. Ja, wir müssen zusehen, dass wir hier mehr Leute unterkriegen. Kleine Feuerwehr haben wir komplett ausgebaut. Die große Feuerwehr ist da. Ja, da können wir jetzt die letzten Sachen auch noch anbauen. Was ist das hier? Büro für Brandbekämpfung? Ich glaube, das war gar nicht schlecht, wenn man das hatte. So, dann ist die Feuerwehr auch komplett ausgebaut. Das Ding haben wir auch. Ich glaube, wir haben das hier wirklich gut hinbekommen mit dem Anschluss. Hier ist jetzt wieder alles frei. Ach, guck an, hier ist Zukunftsstadt. In den Gebäuden, okay. 3000 Prozessoren, 4000 Prozessoren. Es läuft, Leute. Und ich habe meine 40.000 geknackt. Einwohner. Ja. Sehr nice. Löpp doch. Was willst du mehr? So, Leute, wir sagen schon wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity, Städte der Zukunft. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, Eloi. Tschüss.